Peter Field, der Schluss der letzten Saison hat mit einer Verletzung geendet. Wie weit behindert sie diese Verletzung in der Vorbereitung auf die neue Saison oder behindert es sie sogar in der neuen Saison selber noch? Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Also in der Vorbereitung auf jeden Fall habe ich ein bisschen Probleme gehabt. Also ich habe nicht so gleich nach der Saison, meine Saison ist schon frühzeitig zu Ende gewesen, auf der Olympiade. Und ich musste 2 Monate Pause machen, habe dann gehofft, dass es verheilt war. Aber leider war es nicht so. Also ich habe ein bisschen zu früh angefangen, bin dann wieder Skifahren gegangen, bin dann fast zu Sturz gekommen und dann mir dann wieder den Muskel aufgerissen, was man eigentlich vorher schon aufgerissen war. Und ja, da war ich 2 Monate wieder auf Standby und jetzt habe ich wieder vor 2 Tagen wieder angefangen Ski zu fahren und jetzt hoffe ich, dass alles klappt und alles gut geht, dass ich in der neuen Saison noch kann beschwerdefrei starten. Sicherlich starte ich nicht 100% fit, aber vielleicht macht das auch ein bisschen meine Routine weg. Eben, wie viel können Sie mit der Routine wettmachen? Sie haben da vielleicht 20 Tage zu wenig auf Schnee im Vergleich zu den Vorjahren. Können Sie das auch im Kopf ausblenden, dass eben diese 20 Tage fehlen, weil die holen Sie ja nicht zurück? Ich glaube, es sind nicht gleich 20, sondern 40 Tage, was fallen. Aber wie gesagt, wenn man das ganze Leben lang gleich Ski gefahren ist, dann sollte man es eigentlich kennen. Das sollte nicht das Problem sein. Sicherlich braucht es noch ein paar Tage, wo man dann einen richtigen Schwung kriegt und das richtige Feeling für den Schnee. Aber ich glaube, das kann ich eben mit der Routine schon ein bisschen wegmachen. Mehr Probleme macht man einfach das Körperliche, wo ich eigentlich sehr viel Wert darauf gesetzt habe, dass ich körperlich sehr fit bin. Und ich habe auch nicht viel trainieren gekannt im Sommer, weil ich einfach, ich durfte dann leider von niederem Niveau trainieren. Mhm. Nicht viel Intensität und selber natürlich nicht super. Aber wie gesagt, man muss es nehmen, wie es kommt. Und sobald es schneit, geht die Saison los und dann muss ich auch runter sein. Gehen wir davon aus, der Muskel hält, das wünschen wir Ihnen ja auch. Wo sehen Sie sich? Sind Sie wieder in den Top 3, Top 4 Speedfahrer, die um die kleine Kugel mitkämpfen können? Ja, es wird sicherlich schwierig sein. Also das Ziel von mir war es, dass ich wieder zusammen dabei bin, aber es wird natürlich sehr schwierig werden. Speziell eben, wenn die Vorbereitung nicht ganz geklappt hat, aber man weiß nie, wie es geht. Also vielleicht geht es sogar besser. Also ich weiß es nicht. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, Gas zu geben. Vielleicht auch ein paar Rennen richtig gut zu fahren. Und wenn es nicht die ganze Saison überklappt, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber halt, es war schön, wenn halt ein paar gute Rennen rauskommen. Und schauen wir mal. Können Sie sich jetzt zum Beispiel fokussieren auf die WM? Sie sagen, vielleicht am Anfang der Saison funktioniert es vielleicht noch nicht so ganz mit meinem Muskel. Da kann ich noch nicht voll Gas geben. Ist die WM das große Ziel des Peter Field? Ja, generell ist eigentlich auch die ganze Saison das Ziel. Aber es wird schwierig werden heuer. Sicherlich ist die WM ein großes Ziel und ich werde versuchen, dass ich wenigstens, wenn ich nicht für die Saison richtig fit wäre, dass ich wenigstens für die WM fit wäre und zusammen das Maximum zu geben. Obwohl wir eigentlich ein starkes Team um Italien und man muss vorher schon einiges sagen, dass man bei der WM dabei sein darf. Und deswegen kann ich nicht gleich auf die WM schauen. Also wir wünschen Ihnen, dass es schon vom ersten Rennen anklappt, nicht erst bei der WM. Danke, Peter, viel. Ja, danke Ihnen.